Was für ein Wochenstart, und zwar nach den ja durchaus wichtigen Informationen, die wir gekriegt haben, einerseits zum Brexit, die Johnson-Wahl einerseits mit der ganz klaren Ankündigung, Ende Januar oder bis Januar ist das Thema mehr oder weniger vom Tisch, und auf der anderen Seite eben der Handelsdeal, der ja, sagen wir mal, sehr harmlos zumindest mal aktuell aussieht und so harmlos gefeiert wird. Bei den Chinesen witzigerweise überhaupt nicht in den Medien vertreten, also in der Presse dort extrem dezent nur, und zwar zumindest mal heute Morgen, so wie ich das mitverfolgt habe, war er ausschließlich innerhalb der Artikel mit besprochen. Also man konnte jetzt nicht sehen, tolle Überschrift, hey, es geht jetzt so, sondern es ging ein allgemeiner Artikel über die Wirtschaft, und da war eben ein Teil das mit reingewurschtet. Also insofern, die Chinesen sehen da noch nicht den Big Deal, aber sind sicherlich froh, dass es erstmal zu einer Verschiebung kommt, und Trump dürfte ebenfalls froh sein, für die Märkte kein Nachteil. Und offensichtlich kein Nachteil, wir sehen es, der DAX hat hier schon hier im 15-Minuten-Chart nach dem Wochenende positiv gegappt, also hier der Anstieg, der auch danach noch heute im Laufe des Tages kam. Immerhin ist das Ganze positiv, wenn auch aus meiner Sicht ein bisschen lieblos. Wir haben schon tollere Anstiege gesehen, wenn man sich das hier mal in der jüngeren Vergangenheit anguckt. Dann kann man sagen, okay, die Leidenschaft ist noch nicht geweckt. Aber immerhin, es geht nach oben. Schauen wir mal auf den amerikanischen Markt. Da haben wir natürlich ebenfalls einen Anstieg, und zwar relativ deutlich. Es war erst verhalten hier heute Nacht, aber im Laufe des Tages und jetzt spätestens nach Börsenstart geht der Markt also doch noch mal deutlich und zügig nach oben und zeigt, dass da offensichtlich der Mut noch nicht verloren ist, was das Ganze angeht, und der Trump'sche Plan möglicherweise aufgeht, hier über die Feiertage nochmal mit guter Stimmung aufwarten zu können. Gucken wir ganz kurz auf den S&P, denn den finde ich im Moment, da habe ich so ein bisschen was reingezeichnet, mal gar nicht so uninteressant. Es sieht ja danach aus, als ob wir tatsächlich im bullischen Markt sind und auch noch weiterhin sind. Also ich sehe noch nicht notwendigerweise, dass der Markt jetzt hier zum Erliegen kommt. Allerdings, ob meine Zeichnung so stimmt, darüber kann man sich natürlich ernsthaft streiten, aber trotz alledem, es wäre mal wieder Zeit. Wir sehen das hier auch an so leichten Widerständen. Das ist hier im 4-Stunden-Chart gar nicht so gut zu erkennen, aber wir kommen so ein bisschen auf eine Widerstandszone, und da wird der Markt eben eine Chance zumindest mal für eine kleine Verschnaufpause haben. Und die Bullen, die den Anstieg jetzt jüngst verpasst haben oder ein bisschen schockiert waren, ob diese heftigen Bewegungen hier, müssten oder könnten, dürften eventuell noch mal eine neue Chance kriegen, da reinzukommen hier in den Markt, um dann vielleicht so das Grand Finale vor Weihnachten eben noch mal mitzubekommen. Denn zumindest timingmäßig, wir haben jetzt noch eine Woche ungefähr, bis Weihnachtspause ist, und auch vom Kursverlauf würde das eigentlich wunderbar passen, dass wir jetzt gegen Ende des Jahres, also sprich bis zur Weihnachtspause, noch mal so den letzten Anstieg, den letzten Schub noch mal bekommen, und dann, tja, dann ist tatsächlich Rätselraten angesagt. Normalerweise geht es ja bis Mai, so sagt man saisonal, eigentlich noch mal ganz tapfer weiter. Allerdings ist es fraglich, ob wir nicht irgendwann mal da eine etwas größere Pause ebenfalls sehen müssten. Also Kurse um die 3000 wären dementsprechend da gar nicht so weit von der Hand zu weisen. Aber ich will da gar keine schlechten Gefühle vermitteln. Was durchaus sein kann, ist, dass wir jetzt bis Weihnachten eben noch so ein bisschen latent hier eben so zur Seite gehen, ein bisschen Päuschenmodus haben und dann anschließend nach der Weihnachtspause eben dann den letzten Schub dann hier noch machen. Also sich das Ganze ähnlich wie hier, wir sehen das hier, das hat auch nochmal eine Woche hier locker gekostet, eine Pause dazwischen ist, um danach erst dann nochmal zum Grand Finale dann anzustoßen. Und das kann durchaus dann sein, wenn es nicht zwischen den Jahren ist, was kaum möglich ist, weil die Börse in Amerika zwar einen Tag länger offen hat, zweiter Weihnachtstag, aber insgesamt ja doch auch in der Zeit, ja, wie man so schön sagt, erratisch unterwegs ist, weil viele Marktteilnehmer eben gar nicht da sind und dementsprechend ihren Einfluss da gar nicht geltend machen können. Also wir sehen, es bleibt viel Rätselraten, hat es also viel gebracht, wenn man ehrlich ist, noch nicht, denn die Informationen haben noch nicht wirklich dazu geführt, dass der gordische Knoten geplatzt ist, auch was den Handelsstreit angeht, alles verlagert auf den Januar. Aber zumindest mal mit Chancen, dass der Markt weiter grundsätzlich bullisch bleibt. Und selbst wenn es mal Rücksetzer gibt, also bitte nicht in Panik geraten, wenn es mal für ein paar Tage runtergeht oder für ein paar Stunden erstmal oder für ein paar Tage runtergeht, selbst wenn es mal für ein paar Wochen runterginge unter Umständen, wäre das in dem insgesamtigen bullischen Szenario noch kein Drama. Und das Schöne ist für uns aktivere Händler ja durchaus nutzbar. Dementsprechend
Kann man eigentlich nur empfehlen, im Moment auf der Long-Seite einfach mitreiten, aber aus meiner Sicht ganz wichtig, egal auf welcher Zeitebene man unterwegs ist, mit irgendeiner Trailing-Funktionalität mit dabei sein, dass solange es läuft, super. Aber wenn der Markt dann wirklich dreht, dass man sagt, okay, danke schön, ich habe meinen Spaß gehabt. Das geht theoretisch hier in allen möglichen Zeitebenen. Natürlich, wer längerfristig unterwegs ist, der hat den Stopp dann etwas weiter. Dafür muss er auch nicht so viel aktiv oder Aktivität zeigen. Auf der anderen Seite, solange es läuft, das Ding mitnehmen. Allerdings aufpassen, wenn die Schübe, das ist ein erster Warnindikator, wenn die Schübe anfangen nach unten zu gehen und die Wackelkisten nach oben kommen. Dann wissen wir, oh, passt mal auf, da ist zumindest vorläufig erstmal eine Chance auf eben noch mehr, je nachdem auf welcher Zeitebene, ganz kurzfristig oder auch längerfristig man da eben guckt. So, in diesem Sinne wünsche ich für die letzte offizielle Woche vor dem Verfallstag und vor dem vor der Weihnachtsunterbrechung nochmal toi 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 und wir hören uns wieder. Bis dahin alles Gute.